bereit. Nur zu. So. Yeah. Also jetzt, wie jetzt. Die zwei stellen wir mal hier. Das ist schon mal ganz gut, oder? Autsch. Okay. Ich hab ja ein kleines Geschenk für dich. Warte, müssen hier. Ja, das war, da warten wir lieber mal. Naja, okay. Also jetzt drauf. Und hier aufstellen. Ich wollte stehen, gibt halt die Gäste sein. Gegen wir hier. Ziehen wir uns zurück. Ja, ich auch. Ja, noch einiges Kobras bauen, die gefallen mir irgendwie. Werfen wir mal einen Blick hier nach vorne. Laufen einige Gegner an. Wie gehabt. Weg da. Stellen Sie etwas vor. Da bin ich dabei. Und hier geht's dann gleich auf. Eine Kobras. Oder nein, haben wir hier Goliaths. Wenn wir auch Artemis haben. Das ist eine komische Reaktor. Okay. Nein, musst du nicht. Oh nein, schon. So, ich habe nur jetzt die von unten nicht geholt. Haben wir da eigentlich einen Scan? Nein, wir können jetzt keinen Scan. Wir können nur eine planetare Festung bauen. Sehr hart. Egal, wir sind gerade immer noch. So, dann bauen wir hier noch solche und solche. Ich warte. Keine Sorge. Autsch, 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 autsch. Autsch! Nein, das will ich nicht. Autsch! Okay, dann hoffentlich jetzt sieht das noch aus. Sehr knapp, aber gut, dann bauen wir noch Patrick Goliaths und eine ganz neue Marine Genetics. Jetzt mache. Ist das kein Teil, das der Panzer stehen lassen mit einem Teil noch vorrückt? Ja? Nennt sich das ist sogenanntes Leapfrogging, also es kommt aus dem Englischen Vorspringen, weil immer ein Teil der Panzer steht und einer weiterfährt. Oh, ich habe ihn besiegt. War ja gar nicht so schwer, oder? Und. Schon gut, ich gebe auf! Ihr habt ja euren verdammten Adjutanten! Ich
sollte dem Universum einen Gefallen tun und dich umbringen. Zu dumm nur, dass ich dich vielleicht eines Tages brauchen könnte. Naja. Sei so gut und regel das. Mit Vergnügen. Okay. Ich werde mich gut um diese Schlange kümmern. Und sogar umsonst. Wie gesagt, das heißt Leapfrogging, deswegen, weil... Oh cool, alle Missionsziele. Weil es wie ein Frosch aussieht, der immer hüpft und so. Ah, egal. So, die anderen... Okay, die zu wenig Minen gelegt und... Bilden sie... Achso, ja. Keine WWFs ausbilden. Wäre im Prinzip auch gegangen. Muss man nur besser zeitlich alles regeln. Also bezüglich... wann man welche Gebäude baut und so, dann geht sich das mit den, dann geht sich das auch aus, ohne dass man zusätzliche Arbeiter baut. Okay. Sir, der entschlüsselte Adjutant ist wieder im Labor und sollte jetzt betriebsbereit sein. So, ich bin gespannt, was es zu sagen hat. Wir haben dich auf Tarasonis ausgegraben. Warst du während des Zerg-Angriffs online? Kannst du dich daran erinnern, ob Arcturus Mengs beteiligt war? Mengs, Arcturus, ehemaliger konföderierter Offizier, ziviler Prospektor, Gründer und Anführer der Terroristengruppe Söhne von Kohan. Status, kriminell. Zugriff auf abgefangene Übertragungen 0081 bis 0086 Alpha. Hier ist Duke. Die Emitter sind gesichert und online. Wer hat die Aktivierung der Psi-Emitter autorisiert? Ich, Lieutenant. Was? Der Einsatz gegen die Konföderierten auf Antigua war schon schlimm genug, aber jetzt wollen sie die Zerg gegen einen ganzen Planeten einsetzen? Das ist Wahnsinn! Sie hat recht, Mann. Denken Sie nochmal drüber nach. Ich habe es mir gut überlegt. Glaubt mir. Ihr habt eure Befehle, führt sie aus. Das werden Sie noch bereuen. Sie scheinen meine Position hier nicht zu begreifen. Niemand wird mich aufhalten. Nicht Sie, noch die Konföderierten oder die Protoss. Niemand. Ich werde über diesen Sektor herrschen oder ihn atomisieren. Wenn Sie versuchen sollten, mir ins Gehege zu kommen. Heilige, ich glaub's einfach nicht. Damit können wir Max festnageln. Naja, das war ja eh aus dem ersten Teil schon quasi bekannt, oder? Neues Forschungsprojekt. Wir haben ja Protossforschung. Yeah, Protossforschung eingesammelt und offenbar genug, um Orbitaldepots brauchen wir nicht wahrscheinlich. Ja, das ist vielleicht sogar besser. Das ist cool. Da kann man eine Raffinerie hinstellen, die von alleine Gas fördern. Forschungsschiff. Nein, wir werden das Forschungsschiff dann nehmen. Gut, machen wir es so. Das. Und wie gesagt, ich habe euch letztes Mal während der Mission schon gefragt, ob es ein Problem wäre, wenn ich zurückgehe und Missionen nochmal spielen für Forschungspunkte, weil dann einige der kommenden Missionen wahrscheinlich deutlich einfacher werden. Wie viel Kohle haben wir bekommen? Was tun wir aufrüsten? Also schreibt sie einfach in die Comments rein, ob es euch das stört oder nicht stört. Ich würde die Sachen dann nicht herzeigen, sondern nur beschreiben, was ich gemacht habe und ob es da irgendwas Tragisches, Schwieriges dabei gegeben hat oder so. So, Raumschiffe. Brauchen wir auch nicht. Das ist. Das wäre cool. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Die zwei wären auch noch cool. Ja, die brauchen wir im Prinzip auch nicht. Nehmen wir das mal. Also dir genug. Automatische Heilung für Gebäude wäre natürlich auch toll, ne? Nehmen wir das mal.
Außerdem bekomme ich dann, wenn ich die ganzen Forschungspunkte einsammle und fertig bin mit den Forschungspunkten, bekomme ich für die Forschungspunkte, die ich dann dazu noch, zusätzlich noch einsammle, noch Kohle dazu, was halt ganz cool ist. Jetzt schauen wir nochmal auf die Schiffsmeister und wieder etwas fern. Imperator, es wurde viel über den tragischen Untergang von Tarsonis geschrieben. Tiloskis Enthüllungsreportage Götterdämmerung eines Imperiums behauptet sogar, dass sie persönlich die Konföderation gestürzt haben, indem sie für den Fall von Tarsonis sorgten. Verschwörungstheorien gibt es immer wieder. Fakt ist jedoch, dass eine Großinvasion der Zerg auf Tarsonis stattgefunden hat und keine Macht des Universums sie hätte aufhalten können. Es war ein wahrhaft schrecklicher Tag. Tiloskis Film betont die scheinbare Zweckmäßigkeit des günstigen Zufalls, dass die Aliens eine korrupte Regierung auslöschten, die sie selbst ihr Leben lang zu stürzen versuchten. An diesem Tag sind Millionen gestorben und sie sprechen von Zweckmäßigkeit? Ja, ich bekämpfte die alte Konföderation, doch niemals zu meiner persönlichen Bereicherung. Als es für mich an der Zeit war, die schwere Last der Führung zu übernehmen, so tat ich es nur, um unser Überleben als Spezies zu sichern. Natürlich. Klare Worte vom Imperator selbst. Als nächstes im Programm, Zerklinge, allergisch gegen Zitronensaft. Nur Altweibergeschichten oder die neue Superwaffe im Kampf für die Menschheit. Okay. Verrat mir doch mal, was zwischen dir und Mengsk damals passiert ist. Sieht so aus, als wärt ihr mal unzertrennlich gewesen. Ich dachte, dass Mengsk die Dinge ändern könnte. Seite an Seite habe ich mit ihm gekämpft, bis Tarsonis. Da hat er dann die Zeit dazu benutzt, die Bevölkerung des gesamten Planeten auszurotten. Er überließ Kerrigan ihrem sicheren Tod. Nur weil sie ihre Meinung gesagt hat, dieser elende Mistkerl. Am Ende war er kein bisschen besser als die Konföderation. Verdammt. Du hast ein echt gutes Händchen für Freunde, Jimmy. Ja, das sehe ich genauso. Söldner sind so unzuverlässig. Im Gegensatz zu Rebellen oder Piraten, was? Okay. Gut. Schauen wir mal, was sich auf der Brücke tut. Wenn Mira Hahn nach mir fragt, dann sagt ihr... Sagt ihr, ich bin beschäftigt. Okay. Gut, wir haben neue Planeten zur Auswahl. Schauen wir mal, was da gibt. Möbius hat sich wieder neu eingerichtet, nachdem die Zerg sie von ihrem alten Sitz verjagt haben. Sie haben wohl auch den Standort von einem weiteren Artefakt ausgemacht, auf einem netten kleinen Planeten namens Typhon. Klingt sehr unspektakulär. Die Aufnahmen, die wir im Speicher des Adjutanten dekodiert haben, beweisen, dass Mengsk das Massaker auf Tarsonis befohlen hat. Jetzt müssen wir diese Aufnahmen nur noch veröffentlichen. Mira Hahn hat uns einen Tipp gegeben, der von Nutzen sein könnte. Die Liga enthüllt bald auf Korhal eine neue Kriegsmaschine namens Odin. Wenn wir den Odin in unsere Gewalt bringen, können wir uns dort mit seiner Hilfe Zugang zu den UNN-Studios verschaffen und die Aufnahmen über Mengsk Kriegsverbrechen veröffentlichen. Der Odin befindet sich zurzeit auf einem Testgelände auf Valhalla. Okay. Also nächstes Mal machen wir entweder Neu-Folsom oder Valhalla. Das suche ich mir nächstes Mal noch aus. Für mich gibt es jetzt eine etwas Pause. Für euch wahrscheinlich eine etwas kürzere Pause. Weil ich die nächste Folge gleich anschneiden werde. Und vergesst nicht, mir Kommentare zu hinterlassen, ob ich die vorigen Missionen spielen darf, ohne dass ihr zusehen müsst. Und wie auch immer. Wir sehen uns bald.